Jo, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Hand of Fate. Genau, Story-Modus. Ja, die Tatsache, dass jetzt länger oder keine Folge kam, jetzt erstmal, war einfach nicht, dass ich keinen Bock aufs Spiel hatte oder dass es schlecht ist oder so, ganz und gar nicht. Das Spiel ist eigentlich ziemlich nice. Eigentlich übelst geil. Es war nur. Ich habe ganz vergessen, wie es mit Single-Player-Let's Plays ist, dass man das ja eigentlich so macht, dass man einmal einfach 3 Stunden am Stück aufnimmt und dann nicht jeden Tag aufnehmen muss, weil das fuckt schon ein bisschen ab, wenn man sich jeden Tag denkt, oh, jetzt muss ich noch da aufnehmen und da. Deswegen werde ich mir demnächst irgendwann mal einen Tag nehmen, wo ich dann den ganzen Abend nur Hand of Fate zocke und yo, damit das etwas angenehmer ist, damit die Folgen auch dauerhaft alle 2 Tage kommen oder so, weil bei LOL oder so, wenn ich ja zu spät dran bin sozusagen, oder ist mitten in der Nacht, merke, oh Leute, ich habe voll vergessen, was aufzunehmen. Dann kommt halt mal keine Folge. Aber Leute, zocke ich ja den ganzen Tag. Da ist es relativ schwierig zu vergessen, aufzunehmen. Genau. Staubdame. Im Kampf wird die Bewegungsgeschwindigkeit des Spiels danach dadurch reduziert, wie viel Gold er besitzt, oh Leute. A bold woman, this one. She did not collapse when the Empire did. No. She took up arms, organized her people, and vowed that in a country where death had gathered, she would be the one dealing it. Ah ja, genau so ging das. Genau. Ja, ich nehme wieder das Symphonendeck natürlich, wie gesagt, ich bin ja noch relativ noobig dabei. Ich glaube, das waren jetzt neue Karten, die er mir gezeigt hat, oder? Ich glaube schon. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Wahrscheinlich schon. I've added some cards to spice. Ah ja. Er hat ein paar Karten hinzugefügt. Für zusätzliche Würze. Ah, es gibt jetzt Segen und Flüche. Und der eine Fluch war das, was wir vorhin gelesen haben. Okay, da ist wieder Herr Leo. Das ist langweilig. Sollen wir ihn mal ignorieren? Komm, wir ignorieren ihn mal. Fuck. Lol. Okay. Fuck. Hat der uns nicht irgendwas gegeben immer? Scheiße. Fuck. Damn it, ey. OMG. Ah, oh, fuck. Damn it. Okay, du hast deine Schatzhülle der Kurde gefunden. Ja, naja. Das, ach ja, das hatten wir ja auch schon. Ja, das ist ganz funny. Das ist nice, das Labyrinth der Fallen. Genau. Das hatten wir auch beim letzten Mal schon. Ah ja, stimmt, das ist. Ist das jetzt aber schon was anderes oder ist es nochmal genau die gleichen Fallen? Das ist uns ein bisschen langweilig irgendwie. Genau, der hat uns immer das Schild gegeben. Ah ja, fuck. Oh, Ripperoni. Fuck. War ich nicht schnell genug? Okay, es scheinen. Ja, es ist genau das gleiche. Okay. Also da finde ich, hätte man schon Abwechslung reinbringen können. Also dass man zumindest immer ein anderes Labyrinth der Fallen hat. Also. Ja gut, großartig anderes kannst du jetzt wahrscheinlich gar nichts machen, aber ich meine halt zumindest anders angelegt halt. Also schon die gleichen Fallen, aber in einer anderen Reihenfolge. Also zum Beispiel, wenn man mit Flammen anfängt oder so. Also weiß jetzt auch nicht so genau. Also ein bisschen was anderes, ich weiß jetzt nicht. Du hast die Feinde überlebt und plünderst um die Truhe. Ja genau, dann kriegt man 3 Gewinnkarten. 25 Gold, nice. Eine Ausrüstung. Schild, yes. Easy und nochmal 15 Gold. Sehr schön. Ja, bin ich. Ich bin dankbar. Habe ich das Schild jetzt schon? Ich muss jetzt mal kurz schauen, habe ich das equipped? Ah ja, okay, passt. Nehmen wir den. Kobolde, oh, nicht die schon wieder. Naja, da rauben uns die Kobolde aus. Genau. Könnte man da nicht noch auswählen, wie viele das sind? Nee, das war bei was anderem, glaube ich. Lol, ich hätte kurz Stand, bitte. Ich hätte schon Schiss, dass mal wieder mein PC abscheißt. Der hat es momentan echt nicht drauf. Aber es ist zumindest in einem anderen Setup. Beim letzten Mal war es in einem Wald, glaube ich, mit den Kobolden. Jetzt ist zu. Und Leute, da sind auch Banditen dabei. LOL. LOL. Das sind. Ja, fuck. Und ich habe gar kein Schild. Wo ist mein Schild?
Ich hätte es doch vorhin ausgerüstet im Inventar. Lol. Das heißt, ich kann jetzt keine Angriffe blocken. Das ist ja scheiße. Wow. Okay, das ist kacke. Ja, aber es wurde halt angezeigt, als ausgerüstet. Also ich bin ja auf Inventar gegangen, da wurde der Charakter mit dem Schildenlernen angezeigt. Deswegen verstehe ich das jetzt ehrlich gesagt nicht so ganz, warum ich das jetzt nicht equipped habe. Naja, egal, ist ja nicht so schlimm. Kann ja auch. Mal, zum Glück kann man ausweichen ohne Schild. Damn. Der lebt immer noch. Nein! Der eine ist abgehauen. Der eine ist abgehauen. Fuck. Ach so, wenn man zu lange für die braucht, dann hauen sie mit einem Portal ab. Verstehe. Ich habe mich ja beim letzten Mal gewundert, warum die. Der gesagt hat, dass die einfach abhauen. Da habe ich mich schon gewundert, hey, warum gehen die denn nicht einfach weg? Jetzt ist. Ja. Scheiße gelaufen. Muss ich jetzt nochmal durch das Labyrinth erfallen, oder was? Nee. Ach, und dafür braucht man die Rationen, dass man seine Figur da bewegen kann. Lol. Ah, okay, also langsam verstehe ich das Spiel. New rules, new tools, new abilities. We have far to go as yet. Okay, laden. Dann kaufe ich mir jetzt hier einfach ein Schild ohne Scheiß. Ach, fuck, ich hätte noch nie Ausrüstung. Ja, aber das kann ich jetzt, glaube ich, hier sogar auch. Genau, Inventar. Jetzt, das ist ein Witz, oder? Jetzt wird er nicht mit Schild angezeigt. Und wo ist das Schild überhaupt? Ich habe keine Schilde. Das checke ich nicht. Ich habe doch vorhin ein Schild bekommen. Und der hatte das auch vorhin in der Hand. Da bin ich mir sowas von hundertprozentig sicher. Hä? Mein Schild ist... Irgendwie checke ich es nicht. Also erstens hat er es vorhin in der Hand gehabt und zweitens, what the fuck? Oh, Move quickly from here. There is material gain. OMG, ich hab's aus Versehen gekauft, aber es ist eh kein Ding dabei. OMG. Okay. Egal. Das war ja wenigstens nichts Schlechtes, das ist trotzdem behindert. Hier gibt's keine Schilde. Also ich meine, jetzt könnte ich es mir wahrscheinlich nicht mehr leisten. Fuck. Gegenstände verkaufen. Genau, Engelsflügel. Höhere Bewegungsgeschwindigkeit. Habe ich den jetzt schon ausgerüstet? Helme, Engelsflüge, okay. Ja, das checke ich echt nicht mit dem Schild. Oder die Kobolde haben es mir geklaut. Aber das wird eigentlich keinen Sinn machen, weil... Rationen kaufen machen wir noch. Ja, 30 Gold habe ich leider nicht mehr. Ja. Und nochmal. Und nochmal. Ja, also es könnte echt sein, dass uns die Kobolde das Schild abgeluchst haben, aber es ist trotzdem unlogisch, weil ich meine, eigentlich hatte ich es ja equipped, ich check das nicht. So. Die Maid hat man auch schon. Da können wir uns was wünschen, dann nehmen wir wieder das längere Leben. Und 5 Gesundheit kriegt man dazu. Nice. Genau. Also wie gesagt, die Sachen, wo wir schon hatten, die lese ich nicht vor. Wer erst zuschaltet und die ersten Folgen nicht gesehen hat... Naja, ich habe keine Lust, das jedes Mal nochmal zu lesen, ehrlich gesagt, weil auf Dauer wird es dann schon ein bisschen langweilig. Weil es kommen halt die Karten doch öfter mal gleich mehrmals hintereinander vor, also in verschiedenen Leveln halt. Das mit der Waffe hat man zum Beispiel jetzt auch schon mehrmals. Beim letzten Mal war es verkackt, beim ersten Mal haben wir es geschafft. Nehme ich die wieder. Komm schon. Yes! Und was kriegt man? Ein Frost Tower, nice. Was haben wir gerade ausgerüstet? Eine normale rostige Axt, die, oder nehmen wir die? Sehr schön. Halle des Toten Königs hatten wir auch schon. Genau, das mit dem Grab, Sarg in der Grabkammer, aber das war doch beim letzten Mal der Endboss, ne? Genau, das war das mit dem Überraschungsgrabengriff überrumpeln. Genau. Aber war das nicht der Endboss mit diesem Skelett? Nice, geschafft.
Aber das hat dann irgendwie dafür gesorgt, dass die... Plötzlich springst du in die Schlacht und überwältigst einen von ihnen, bevor die anderen überhaupt reagieren können. Genau, da wird es nur weniger. Ja, den Vierer-Staubnehmer. Ich hoffe mal, dass das so funktioniert, dass Vier-Staub bedeutet, dass es das stärkere Monster ist. Wäre jetzt ein bisschen behindert, wenn es jetzt nicht so wäre. Waffenfähigkeit ist 1, okay. LOL, da sind solche Dinger, die hier von der Wand ausschießen. Alter, ist das nice. Das Schwert ist ja mal richtig chillig. Das ist ja mal richtig chillig, jetzt die Fähigkeit noch gar nicht nutzen können. Aber soweit ich verstand, irgendwas, das gegen Echsenmenschen irgendwie besonders anfällig ist. Na egal, kriegen wir wieder 3 Gewinnkarten. Nice. Einmal Ausrüstung, heilende Haube. Ja, nehme ich nicht. Da behalte ich mal die Engelsflügel. 3 Rationen, Neues. Und 25 Gold, okay, nice. More gold for you. And with it, more problems. Räuberangriff, die haben wir noch nicht gehabt. Eine Räuberbande greift plötzlich an. Der Staubkönig ist nicht sehr erfreut, dass es seine Männer tötet. Der Geber zieht eine Monsterkarte. Alles klärchen. Wow. Langweilig. Ah, so was ähnliches hat man schon 100.000 Mal. Das sind Räuber angreifen, die auf die Phrasen bekommen wollen. Machen wir mal. Fähigkeit? LOL. Ah, okay. Das ist einfach nur so ein... Das ist einfach nur so ein... Ja, schießt halt ein Frost, eine Frostkugel nach vorne. Genau, die friert Gegner ein. Nice, nice, nice. Okay, also auf 1 habe ich jetzt einen Stun sozusagen. Das ist geil. Schwuchteln liegen aufeinander. zwischen den Leichen findest du ein Stück Papier mit einer groben Beschreibung von dir und einem Kopfgeld, unterzeichnet vom Staubkönig. Oh. Eine Gewinnkarte, 10 Gesundheit. Okay. Noch eine neue Karte, Mitfahrgelegenheit. Ist mit Sicherheit besser, als eine schlammige Straße entlang zu stapfen. Du hast einen freundlichen Händler gefunden, der bereit ist, dich auf seinem Wagen mitzunehmen. Ich fahr mal mit. Okay. Oh, ich dachte schon, wir werden vergewaltigt. Mhm. Noch eine neue Karte. Des Teufels Wahl. Hol dir den Sieg und hol dir ein Zeichen. Ein in einem Mantel gehüllter Teufel erscheint auf deinem Weg. Ich bin hier, um deine Stärke zu testen, sogenannter Held. Wähle deinen Gegner. Ja, wow. Dreimal die gleiche Karte. Also, für mich, hinter den Karten stehen wahrscheinlich 3 verschiedene Gegner. Jetzt kommt wahrscheinlich so ein riesiger, fetter Drache und tötet mich mit einem Schlag. LOL. Oder 10 Skelette. Dann hast du nur 2. Er ist irgendwie voll komisch ohne Schild, dass man gar nicht blocken kann. Das ist total ungewohnt. I did not realize you were such a fearsome adversary. I will bear that in mind. Tja, dann ist es dir jetzt bewusst, dass ich so ein furchterregender Gegner bin. Bäm, Junge. Ausgezeichnet, ruft der Teufel. Du hast meine listige Prüfung bestanden. Hier, du hältst deinen Schatz. Wenn sich unsere Wege erneut kreuzen, töte ich dich vielleicht selbst. Der Geber zieht dir 3 Gewinnkarten. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Neues. Rationen. Eine Ausrüstung. Zehren des Charmes, auch neu. Gift, das beliebteste Hilfsmittel des Verräters. Alle Waffenangriffe sind mit hochwirksamem Gift verstärkt, das sowohl Körper als auch Geist des Opfers verdirbt. Nice. Habe ich jetzt Eis? Oder ist es jetzt... Okay, noch 3 Gold bekommen. Moment. Jetzt noch das Zeichen bekommen, genau. Moment. Ach so, das ist es. Ah, okay. Also ich habe jetzt das... Ich habe jetzt Eis plus Gift. Ja, holy guacamole. Die Gegner werden jetzt weinend zu ihrer Mama rennen. Ja, ja, zum Kesselflickern gehen wir hin. Ist im Endeffekt das gleiche, wo wir vorhin schon waren. Nochmal ein Laden. Was hat der so? Atem der Standhaftigkeit. Ein Schild. Jede dritte Bewegung verbraucht keine Ration. Drücke rechte Maustaste, mein Ziel, ein Schild zu versetzen. Nein, ja, das kaufen wir direkt.
Was willst du damit machen? Dich ficken? Es ist jetzt ist aber equipped. Genau, so wurde es vorhin halt auch schon angezeigt. Ohne Spaß. Der hatte vorhin das Scheißschild in der Hand, da bin ich mir sowas von hundertprozentig sicher und dann hatte ich es plötzlich nicht mehr. Nicht im Inventar. Also wahrscheinlich haben sie echt die Kobolde geklaut. Das ist doch so ein Witz, ey. Ich dachte, die können mir nur Gold klauen, ey. So eine Scheiße. Das heißt, die könnten ja theoretisch auch meine Waffe klauen, ey. Solche Pisse. Schatztruhe, neu. Eine Schatztruhe. Gibt es ein bildhafteres Symbol für Erfolg? Wenn du ein Verlies erkundest, siehst du eine Schatztruhe am anderen Ende einer Halle. Truhe vielleicht großen Reichtum, aber die Kammer könnte mit Fein gespickt sein. Ich nehme die Schatztruhe. Oh. Oh. Ich hätte schon gehofft, dass man da selbst hinlaufen kann. Yes! In der Halle ist kein Ton zu hören, als du dich vorwärts begibst. Du näherst dich der Schatztruhe. Eine Herausforderung für dich und im Falle des Sieges ein Zeichen. Welche Schätze mag sie bergen? Versuche sie aufzustellen, jo. Was kann denn dabei schief gehen? Das ist eine verfickte Schatztruhe. Die kann mich ja wohl kaum töten. Also, what the fuck? Wahrscheinlich spricht dann das Schwert da beim Fehlschlag, ja genau. Nach einem mächtigen Zug gibt das Schloss nach und die Beute ist dein. Der Geber zieht dir 4 Gewinnkarten, nice. 15 Gold. 25 Gold. 25 Gold. Und 20 Gold, what the fuck. Ja, jetzt gibt er mir das ganze Gold und jetzt kommt safe kein Laden mehr. Ey. Oh, come on. Steinschlag, die ist auch neu. Während du nahe der Küste unterwegs bist, hörst du über dir ein Poltern. Feinde Steine zwingen dich, Decken zu suchen. Versuche, den Stein auszuweichen. Ach du Scheiße. Oh Mann, da verliere ich jetzt safe die Hälfte meines Lebens. Oder auch nicht. Erfolg, Bitches. Erfolg. Du weichst den Stein aus, indem du in einer kleinen Höhle Schutz suchst. Einige Minuten später trittst du raus und kletterst um die Steine herum. Hörst eine Stimme von irgendwo über dir, habe ich ihn getroffen, springe nach oben, um die Röhre anzugreifen. Yo, die mache ich fertig. Jetzt gibt's auf die Fresse. Jetzt gibt's auf die Fresse, Mann. Mich macht keiner mit Steinschlägen platt. Das ist wahrscheinlich... Ach du Scheiße. 6 Räuber, das ist krass. Aber jetzt habe ich ja ein Schild, jetzt kann ich blocken. Ach ja, wie aktiviert man nochmal Artefakte? Das kommt jetzt vielleicht ein bisschen noobig rüber. Ich hab grad vergessen zu blocken. Ja, weil ich es die ganze Zeit überhaupt nicht konnte, das Blocken. Oh lol, jetzt ging es aber wieder nicht. Aber grün konnte man doch blocken, ne? Wie aktiviert man Artefakte? Genau. Ach, fuck, mit ein, zweier Dings. Oh, dammit, ey. Ich weiß es halt echt nicht mehr. Wie ging ein Artefakt? OMG. Scheiße, ich weiß es nicht mehr. Ich hab keine Ahnung. Wie ging Artefakte nochmal? Boah. Oh. Dammit. Du suchst die Körper der gefallenen Räuber nach Räubern nach Beute. Ziehe 2 Ausrüstungskarten. Damokles ist nicht schlecht. 2 ist das. Das ist auch ein Artefakt, Damokles. Okay. Ah, okay. Ja, da steht nämlich nicht, was man drücken muss. Das ist ja unfair. Okay, also 2 ist es. Aber nein, Damokles nehme ich nicht bei die Zehnte Scham. Und Helm des Entdeckers. Offenbart die Treppen. Beim Betreten eines Levels und gewährt einen Goldbonus fürs Aufdecken jeder Begegnung in einem Level. Nee. That's what I'm going to do. Das Landrattennest. Nochmal eine neue Karte. Jetzt spielen wir um ein Zeichen. Das Knarren der Tür zur Kneipe Landrattennest durchbricht die Stille wie ein Donnerschlag in einer Gruft. Der Gastwirt begrüßt dich. Willkommen, Wanderer. Bevor ich dir unsere Gastfreundschaft zuteilwerden lassen kann, muss ich dir eine enorm wichtige Frage stellen. Hast du auf dem Weg hier einen Kraken gesehen, gehört? Oder, Gott bewahre, gar gesehen? Was ist ein Kraken? Der Wirt starrt dich unglaublich an. Dann beginnt er dir fast eine Stunde lang immer manischer alles über die Gefahren klauen, das Fressverhalten und den Geruch des Krakens zu erzählen. Wenn ihn noch nie gesehen... Egal. Dadurch erfährst du auch, dass sein Name Carlo ist, der in früheren Jahren als Kapitän zur See gefahren ist und nun, so weit wie nur möglich vom Meer entfernt, diese Kneipe betreibt. Nachdem er dich einige Zeit lang die Wärme der Feuerstelle und etwas altbackenes Brot hat genießen lassen, spricht Carlo dich erneut an. Mir sind Gerüchte zu Ohren gekommen,
Schiffe aus dem kleinen Dorfhafen von Holmburg verschwunden sind. Keine Überlebenden, keine Zeugen. Der Hafen von Holmburg ist fest in der Hand von Räubern, Dieben und Schmugglern. Es lässt sich unmöglich sagen, was dort wirklich passiert ist. Vielleicht kannst du dich dort umsehen und mehr herausfinden. Ich würde natürlich selbst gehen, aber ich muss mich um die Kneipe kümmern. Carlo zeigt mit einer ausladenden Geste auf das leere, klamme Loch, das er sein Zuhause nennt. Das Zeichen dieser Karte gehört jetzt dir. Hä, und ich muss überhaupt nichts machen, oder was? LOL, what the fuck? Nice. Oh, da sind wir bei der Staubdame. Die Wüsten. Edle Beweggründe werden. Ah, ich kann das überhaupt nicht lesen, das ist so behindert gemacht bei dem Kerl. Das finde ich ein bisschen schlecht gemacht, weil manchmal redet der schon, dann kommt das Zeug erst viel später und dann kommt es eine Sekunde und ist wieder weg. Also, das ist total behindert, was der labert. Ich finde, das müsste man irgendwie einstellen, dass du das ausmachen kannst. Es nervt eigentlich fast nur, was der sagt. Diese Wüstenkönigin ist im Kampf tödlicher und schwerer zu töten als ein normaler Räuber. Ihre Klingen sind scharf und sie wird häufig von einer mächtigen Armbrust geschützt. Ach du Scheiße. Oh nein, nicht wieder ranged. Du hast die Staubdame gefunden. Ah, okay, geht direkt los. Okay, also mit zwei war's. Also, okay, also eins ist jetzt mein Angriff mit dem Eis und zwei ist einfach dieses Passivvergiften. Ja, genau. Genau. Glaubst du doch. Aber das sehe ich schon, wenn die Armbrust schießt, oder? Kann ich das blocken? Fuck. Rote Angriffe kann man nicht blocken, meine Boys. Ah, genau. Okay, jetzt ist es aktiviert. Ich töte jetzt erstmal die kleinen Scheißer hier. Ah, nice. Die sind jetzt echt dauerhaft vergiftet. Das ist ja übelst chillig. Also nicht dauerhaft, aber halt, ja. Waren jetzt kurzzeitig vergiftet. Warte mal. Nein! Ach, der macht es ja straight nach vorne. Oh, fuck, bin ich dumm. Okay, dann nehme ich nochmal mein Artefakt. Bam! Ich vergesse mal auf die Armbrust zu schauen. Ja, da kann man ja theoretisch auch einfach ausweichen, ja. Jetzt muss ich mal schauen, dass ich das mal treffe hier. Jetzt müsste er... Wieso macht er das jetzt nach rechts? Wieso, der kann mich ja nicht verarschen. Also ich selbst. Scheiß doch die Wand dann, ey. Bam. Gedragged, du Ho. Das ist die Armbrust. Ach, die kann ich tatsächlich angreifen? Lol. Alter, hat die viel ausgehalten. Shitterino. Nice one. Good job, boys. Auch wenn ihr überhaupt nichts gemacht habt. Spaß, ihr unterstützt mich mental. Das war aber nicht zu vermeiden. Wer aus der Pflugschar ein Schwert schmiedet, stirbt nicht so häufig. Durch die vom eigenen Handwerk hergestellte Waffe. Allerdings hat sie gut und mutig gekämpft und das ist alles, was ich von meinen Bauern und Spielern erwarte. Der Pokal. Pokalverbesserungen. Stärkere Gegenangriffe. Deine Gegenangriffe verursachen mehr Schaden. Erhöhte Betäubung. Deine betäubenden Angriffe setzen die Gegner länger außer Gefecht. Neue Startausrüstung. Deine Startausrüstung wurde verbessert. Stärkere Räuber. Die Stärke von Räubern wurde erhöht. Stärkere Skelette. Die Stärke von Skeletten wurde erhöht. Räuberwurfmesser. Räuber verfügen jetzt über Wurfwaffen. Ach komm, Alter, leck mich doch. Ich hasse Wurfwaffen in solchen Spielen. Weil ich keine Wurfwaffen habe. Was ist das für eine Scheiße? Du hast das erste der Symbole meiner Macht errungen und bist... durch das erste Tor geschritten. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Bisher habe ich dir Gnade erwiesen, doch diese Zeiten. Was? Ich habe Jahre damit... Wie gesagt, das ist total behindert, was der labert. Das ist... Ich weiß es nicht. Genau, die Teufelswette. Sonst die ganzen Dinger, die wir bekommen haben im Endeffekt. Die Schatzträume geplündert, Narrengold... Und das andere jetzt leider verkackt. Carlo habe ich den Schmugglerhafen. Ach, das ist eine neue Karte, die man jetzt freigeschaltet hat. Nice. Also darauf habe ich Bock auf den Schmugglerhafen. Geht's bestimmt ab wie noch was. Okay, noch mehr neue. Magierturm. Oh, das hört sich auch interessant an. Flinke Manschetten, riesige Hammer, Rüstung der Kälte. Alles klar, das waren die neuen Karten. Alles klar, Boys. Dann heute mal eine richtig lange Folge. 24 Minuten.
Also ihr seht, wenn ich alles doppelt lesen würde, würde eine Folge eine Dreiviertelstunde ungefähr gehen. Ja? Das ist einfach zu krass und deswegen lese ich die Sachen, die wir schon hatten, nicht nochmal. Außer vielleicht am Ende, wo dann vielleicht gar keine neuen Karten mehr dazukommen. Denke ich persönlich aber nicht, weil das, ich glaube, es gibt noch mindestens 100 Karten, die wir noch nicht kennen. Mindestens. Plus die, wo wir jetzt gerade erst freigeschaltet haben und auch noch nicht kennen, theoretisch. Also von daher denke ich mal nicht, dass das der Fall sein wird. Und selbst wenn, es dauert ja sowieso immer länger. Das heißt, wenn man die Karten nicht mehr liest, braucht man dann wahrscheinlich trotzdem irgendwann einfach eine halbe Stunde. Einfach nur, wenn man die ganze Zeit durchskippt und einfach nur kämpft, dann dauert das wahrscheinlich so schon eine halbe Stunde. Also, jo. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Würde mich freuen, wenn ihr das Ganze auch positiv bewertet oder auch negativ, wenn es euch nicht gefallen hat. Und jo, ansonsten macht's gut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.